So, da bin ich wieder. Hallo, hallo, hallo. Wir sind jetzt halt hier im Vergnügungspark angekommen, haben mit ein paar komischen Maschinen geredet, die einfach nichts wollen, außer tanzen und Spaß haben. Der eine wollte uns ein paar Sachen andrehen, aber wir haben nichts von ihm gekauft und jetzt hier nochmal zur Kiste. Eine kleine Ahnung, toll. Naja, egal. Ich sollte nicht so wählerisch sein. Auf jeden Fall, wir sind hier auf der Suche nach verloren gegangenen Androids, die auf dem Weg auf die zur Erde also irgendwie aufgehalten sind und nicht mal gefunden werden können. So, was haben wir hier? Na? Maschinenpause. Betriebspause. Oh. Ja, nett. Guck, weg. Abstand halten. Ne, mehr sagt er nicht. Okay. Dann verkriecht er sich ja ein bisschen in der Ecke. Aber vor was hat er eigentlich eine Pause? Ja, wir kommen leider nicht von dem raus. Oh, ein schönes Halsband haben wir erhalten. Was macht das eigentlich? Ah, elektrische Angriffe verursachen für 30 Sekunden keinen Schaden. Das macht also die Stromfeste selber. Doppelten Schaden, doppelten Schaden. Und halber Schaden. Tierköder. Mehr Geld fallen. Die bekommen wir da. Kristalle. Aber die Saat, zerrissene Bücher, Technikbuch. Wörterbuch. Maschinenöl. Also kann er verkauft werden. Ja, kann verkauft werden. Seltsamer Pott. Und auch die Fischen oder die Sachen, die wir. Ja, alter Müll. Und die Sachen, die wir gefangen haben. Na, dann gehen wir mal weiter. Wir müssen jetzt erst, wenn wir angreifen, ne? We're getting resistance signals from that building over there. Jetzt müssen wir hier dort irgendwie hin. Aber gut, dass hier jetzt erstmal ein Speicherpunkt ist. So, speichern wir erstmal am Posteingang. Da war noch was. Operator 60. Nur ein Scherz. 2B, erinnerst du dich an die Nachricht über die Jupiter-Wahrsagerei, die ich dir geschickt habe? Die Mädels von F&D haben es für mich gemacht und ich habe die schlechtesten Nachrichten zu Gesundheit, Arbeit und Liebe bekommen. Aber dann ist mir eins klar geworden, das Zeug ist ein Haufen okkulter Mist. Ich meine, wie soll man sein Schicksal erfahren, indem man einen anderen Planeten beobachtet? Lächerlich. Ich werde mein Schicksal selbst in die Hand nehmen, das ist ohnehin das wahre Verlangen jeder Jocha-Frau. Habe ich nicht recht? Hahaha. Und dann weint ins Smiley. Oh, die Arme. Die schlechtesten Punkte. Ah, die schlechteste Nachricht für Arbeit, Gesundheit und die Liebe. Die Arme. Was hat sie denn bekommen? Tod, Tod und Tod? Naja. Ich sollte keine Scherze machen. Manche Menschen nehmen das ja wirklich sehr ernst. Ach ja. Aber nichtsdestotrotz gehen wir nicht hier mal weiter. Da hinten ist noch was. Ah, ein weiteres Halsband. Eine weitere Kiste, wo wir keinen Zugriff drauf haben. Okay, hier stehen wir im Kreis. Kommen wir. Ja, da kommen wir hoch. Wunderbar. Ups. Hops, 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 hops. Da ist die Kiste, kann ich da irgendwie ran? Nee, der lässt mich da nicht ran. Kann ich hier vielleicht irgendwie hoch? Also verhindern tut das Spiel das auf jeden Fall nicht. Ich bin gut. Oh, Fähigkeiten selber.
Dafür, dass wir, dass unser Pot sich jetzt halt für ein paar Sekunden schneller auflädt. Naja. Machen wir mal weiter. Ups, ups. Ups. Machen wir hier ein paar Saltos um das Karussell herum. Hui. 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 So, dann komme ich hier runter. Da ist was. So. Klonmaschine. Dort ist es gefährlich, ist kaputt. Gefährlich für Unbefugte. So. Die Clownmaschine möchte uns warnen, dass da irgendwas kaputt ist. Schauen wir mal. Wo haben die jetzt den Panzer her? These machines are heavily armed. We'll regret it later if we let them escape. So let's take them out. Oh dear. Machen doch gar nichts. Aber der Typ vorne hat gesagt, der Vergnügungspark und so. Sind die angepisst, aber sollen die nur nach oben schießen, soll es mich weiter stören. Oh, oh, fuck. So, ein Treffer mehr und ich bin weg. Dreimal. Besser als kein. Oh, vorhin nochmal. Oh, fuck. Das war ein harter Treffer. So, ja gut, das war unvermeidbar. Das war unvermeidbar. Ach, scheiße. Was soll ich da auch machen, wenn er mich in der Wand da einkürzt? Oh. Hm. Also erstmal heißt es Körper zurückholen. Oh je, ich freue mich drauf. Aber naja, wenigstens wissen wir, dass uns jetzt die Maschine mit ein, zwei Schlägen töten kann. Sollte ich vielleicht an der Stelle vermeiden, ne? Oder die einfach schneller ausschalten, wenn sie mich umbringen kann. Das wäre, glaube ich, hilfreich. So, der sagt nur, dass die Maschine kaputt sei. Machines are heavily armed. We'll regret it later if we let them escape. So let's take them out. Oh, da hat er mich wirklich schön eingequetscht. Huiuiui. Bergen. Meine alte Ausrüstung wiederherstellen. So. Da hauen wir den jetzt mal schnell kaputt. Müssen wir uns jetzt bemerkt haben. So. Nein, die Dunkelkugel kann ich nicht kaputt machen. So. Okay. Das wird vielleicht nicht in die Maschine rein, das ist ein bisschen schmerzhafter werden. Aber das schaut doch gut aus. So. Knapp. Ah, das war schon. Wenn man das richtig angeht, dann hat man auch keine Probleme. What's this? Some kind of crystal? Analysis. It is a core fragment from the machine life form. It is similar in structure to a plant cell.
A plant cell. Maschinenkerne, die wie Pflanzenzellen aufgebaut sind. Also haben die im Innern einen Energiekern, eine Zellwand und ein paar. Wie heißen die Teile? Heißen die auch bei den Pflanzen Mitochondrien oder sowas? Keine Ahnung. Dafür habe ich zu wenig Biologie in der Schule gehabt, dass ich das jetzt halt wirklich auswendig sagen kann. So, komme ich jetzt halt weiter oder? Mal fortfahren, bergen. What's this? Analysis. It is a device that propels humans on rails at high speeds for the purposes of amusement. It was commonly referred to as a roller coaster. Humans sure are strange creatures. Oh je, sagen die, die jetzt halt einfach mal mit beiden Beinen auf den auf der Achterbahn draufstehen. Hey, 2B? Yes? People who know me well usually call me Nines, so... So what do you think? I mean, if you want to call me Nines, it's totally okay. I'm... Alright. Der Arme. Da wird er nicht von 2B mit seinem Spitznamen als Neuner genannt. Ui, Feuerwerk. Ah. Wow, das war überraschend. Hat er mich da hinten wirklich? Naja, aber hat er mich da wirklich erwischt in dem Moment, wo ich zurückgeflogen bin? Weil ich habe ja gesehen, dass ich da jetzt nur noch ein halbes Leben übrig habe, nachdem der mich da abgeschossen hat, aber... Hä? Der hat mich da wirklich erwischt? Das wird jetzt interessant. Ich bin jetzt halt wieder zweimal gestorben. Und darf jetzt erstmal den Weg wieder gehen. Stark davon aus, dass wir auch den Vergnügungsparkpanzer wieder bekämpfen dürfen. So. Ja, nehmen wir mal nicht die Treppen. Ah ne, der bleibt da statt. Okay, gut. Dann gehen wir mal hier wieder zurück. Oh, und unser Körper liegt da gleich. Wenn ich den Map trauen dürfe. So. Dann müssen wir wieder auf der Stufe 9. What's this? So. Ich habe für Nier gebetet. Und den Bergen wir jetzt. Ah, ich wollte gerade beten. Scheiße. On rails at high speeds for the purposes of amusement. It was commonly referred to as a roller coaster. Humans sure are strange creatures. Ja, das sieht ihr die automatische Heilung. So ein Chip bräuchte ich auch noch. Hey, 2B? Yes? People who know me well usually call me Nines. So. So what do you think? I mean, if you want to call me Nines, it's totally okay. I'm good. Ach, lass mal. Alright. So, was haben wir da? Frontrate und das. Der mit der riesigen Axt. So. Schön auf Abstand bleiben. Fuck. This can't be. Mom! Was soll denn das? Ich schaff's noch nicht mal 2 Minuten zu überleben. Das ist scheiße. Wie mag ich das jetzt am besten? Ich soll mich auf meine Heilung mehr konzentrieren. Naja. Gut, bevor wir das jetzt halt hier weiter noch versuchen, wende ich jetzt erstmal hier den Part. Wir sind jetzt wieder bei ca. 15 Minuten, ne?
Und naja, schauen wir mal, wie es dann in den nächsten Parts sein wird, wie oft ich da sterben werde auf der Autobahn. Auf Wiedersehen.